Es ist immer der gleiche Spruch. Abnehmen, das ist ganz einfach. Du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Dann nimmst du ab. Ja, okay. Bist du wohlhabend? Hast du viel Geld? Ich? nein. Warum nicht? Ist doch ganz einfach. Du musst nur mehr Geld verdienen, als du ausgibst. Ja, das ist aber was anderes, weil... Ja. Genau. Es ist sogar noch einfacher, weil wir hier ganz klar mit Zahlen, mit schlichter Mathematik arbeiten könnten. Die Sache mit den Kalorien ist aber viel komplexer, als du denkst. Mehr dazu jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Vorneweg, gegen Kalorienzählen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es gibt ja genügend unter euch, die damit Erfolg hatten. Ich habe das früher auch mal gemacht, Kalorien gezählt, war mir dann aber irgendwie einfach zu anstrengend. Das hat mir Lebensqualität geraubt. Seit fast 3 Jahren gibt es jetzt mein Online-Coaching Leichter als du denkst. Über 45.000 haben das Coaching schon mitgemacht. Kalorien oder Punkte zählen, das machen wir im Coaching nicht, weil das auf Dauer Quatsch ist. Wer will das schon ein Leben lang machen? Und die Formel, wir müssen nur weniger Kalorien aufnehmen, als wir verbrauchen, funktioniert eben nicht immer. Mir ist aufgefallen, je älter wir werden, je öfter wir schon Diäten gemacht haben, je mehr unser hormonelles Umfeld eskaliert, je unsauberer unser Essen ist, desto weniger greift die Kalorienformel. Für alle, die einmal um die Ecke schauen wollen und vor allem für die, die mit dem Kalorienzählen auf Dauer einfach keinen Erfolg hatten oder es überhaupt nicht in Frage kommt, für euch habe ich mich ganz tief in die Recherche reingehängt. Okay, starten wir durch. Unser Organismus ist kein Ofen, der einfach nur Kalorien verbrennt. Er reagiert auf unsere Umwelt. Er reagiert auf das, was im Essen steckt. Aber lass mich mal ganz von vorne anfangen. Du musst nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Dann nimmst du ab. Ja, schon im ersten Halbsatz stört mich gleich 3 Worte. Du musst nur weniger. Wenn wir etwas müssen, gehen wir schnell in Abwehrhaltung, wie Kinder. Wir wollen nicht müssen. Die sabotieren das. Und das tun wir Erwachsene auch, wenn sich uns die Gelegenheit bietet. Das Wort nur in dem Satz impliziert ja, es ist doch total leicht, geht doch ganz einfach. Das ist es eben nicht, weil wir in Millionen Jahren Evolution darauf getriggert wurden, bei jeder Gelegenheit Kalorien zu importieren. Wenn jetzt einer mit nur kommt, spielen wir gegen unsere evolutionären Überlebensprogramme. Und das Spiel werden wir auf Dauer tendenziell verlieren. Und das Wort weniger ist noch heftiger. Kommst du gut mit Entbehrungen klar? Kannst du einfach weniger essen und dir geht es gut damit? Ja, natürlich geht das. Kurzfristig führt jede kalorienreduzierte Diät zum Erfolg. Aber auf langer Strecke locken dich eben die schon angesprochenen evolutionären Überlebensprogramme wieder zum Futtertrog. Und dann eskaliert das eben auch mal. Das war aber noch lange nicht alles. Sagen wir es so, dein Körper ist schlauer oder sagen wir überlebenswilliger, als du denkst. Wie willst du denn deinen genauen Kalorienverbrauch eigentlich feststellen mit diesen ganzen Kalorienrechner aus dem Internet? Ehrlich? Und auf der anderen Seite, was ist, wenn der Apfel, den du isst, eben keine 67 Kalorien hat, weil er vielleicht aufgrund der Züchtung und des guten Sonnenwetters einfach mehr Zucker hat als der Standardapfel, der von deiner Kalorien-Tracker-App angezeigt wird? Und das gilt ja nicht nur für einen Apfel. Hast du mal verschiedene Kalorientabellen miteinander verglichen? Mach das mal. Dann verstehst du, warum ich davon nichts halte. Nichts. Gar nichts. Nicht nur das, was du misst und isst, entscheidet über die Bilanz, sondern auch, wie viel du täglich verbrauchst. Und das ist von so vielen Faktoren abhängig. Wie ist denn dein NEAT? Das ist die Abkürzung für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also wie viel du am Tag außerhalb deines Sportprogramms rumzappelst. Wie viel erledigst du zu Fuß? Sitzt oder stehst du eher bei deinem Job? Wechselt das auch mal täglich, je nachdem, wo du gerade bist oder was du zu tun hast? Bist du jemand, der im Sitzen oft mit dem Bein wippt? Oder bist du das Modell Totenstarre, der vor dem Computerbildschirm nur mit Maximalabständen blinzelt, um sich möglichst wenig zu bewegen? Tja, ob viel oder wenig
rumgehampelt. Das geht leider an unserem Bewusstsein vorbei. Du wirst das nie genau einschätzen können. Und damit wird diese Formel schon mal hier ungenau. Dein Verbrauch ist auch vom Muskel-Körperfett-Quotient abhängig. Fett verbraucht in Ruhe dramatisch weniger Kalorien als Muskulatur. Und ist es bei dir eher viszerales Fett, also Eingeweidefett, oder eher subkutanes Fett, was eher unter der Haut gespeichert wird? Weil das nämlich wie eine Art Decke wirkt und so weniger Körperwärme produziert werden muss. Ach ja, apropos Körperwärmeproduktion, das macht auch einen Unterschied, ob es ein heißer Sommertag mit über 30 Grad Schattentemperatur wird und damit dein Organismus weniger nachheizen muss, um seine Körperkerntemperatur von knapp 37 Grad aufrechtzuerhalten, oder eben tiefer Winter, wenn du mit dem Hund bei minus 10 Grad zweimal Gassi gehst. Du kannst dich hier einpacken, wie du willst. Dein Körper wird trotzdem mehr heizen müssen, um drinnen warm zu bleiben. Aber tut er das wirklich auch? Ich meine, heizen? Genau das hängt nämlich davon ab, ob deine Zellkraftwerke, die Mitochondrien, ordentlich funktionieren und über die sogenannte Wärmeentkopplung genügend Körperwärme produzieren. Auch der Anteil des braunen Fettgewebes mit einem sehr hohen Anteil dieser Mitochondrien ist mitentscheidend dafür, wie viel Dauerkalorienverbrauch bzw. Körperwärmeproduktion überhaupt möglich ist und wie gut werden überhaupt deine Zellkraftwerke angesteuert? Wie aktiv sind sie? Hängt nämlich von der Schilddrüse ab, sprich wie gut die hier funktioniert. Sie ist eine Art Streichholzfabrik, die hauptsächlich zwei Arten von Streichhölzern produziert. Das T4, das ist das noch nicht brennende Streichholz, und einen ganz kleinen Teil T3. Dieses Streichholz brennt schon. Das freie T3, das FT3, ist das aktive Streichholz, das, auf was es wirklich ankommt. Das zündet nämlich das Feuer in deinen Zellkraftwerken erst an. Weißt du denn, wie viel T4 deine Streichholzfabrik überhaupt produziert? Ja, da gibt es welche, die wissen das, dass da zu wenig produziert wird. Dann bekommen sie vom Arzt ein T4-Schilddrüsenhormonpräparat, also das noch nicht brennende Streichholz. Und trotzdem läuft das System nicht so, wie es laufen sollte und könnte. Trotzdem fehlt es an Energie, an Lebensfreude. Das Fett will einfach nicht verbrennen, weil das Entscheidende nicht berücksichtigt wird. Wie viele von den noch nicht brennenden T4-Streichhölzern werden denn jetzt überhaupt im Stoffwechsel erst angezündet? Also zum aktiven, zum brennenden T3-Streichholz, das jetzt die Billionen Zellkraftwerke zum Leben erweckt, damit sie Energie, die Lebenskraft produzieren und damit natürlich auch deutlich mehr Kalorien dauerverbrennen. Genau dafür ist nicht nur genügend Eisen notwendig, und gerade Frauen haben ganz oft Probleme mit zu wenig Eisen, sondern auch Selen. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind Selenmangelgebiete. Und dass es mangelt, weiß jeder von euch, der mal seinen Selengehalt mittels Blutbild hat messen lassen. Es kommt aber noch härter oder schwerer. Es gibt da einige, die haben eine zu hohe Schwermetallbelastung, vor allem Quecksilber, zum Beispiel im regelmäßig gegessenen Thunfisch oder in Amalgam-Zahnfüllungen, können auf Dauer Probleme machen, weil Quecksilber selenabhängige Enzyme, sprich genau die, die wir für die Umwandlung von T4 in T3 brauchen, massiv stören können. Dann bleibt das T4-Streichholz einfach aus. Es brennt nicht. Eine gut laufende Fettverbrennung, Lebensfreude, gute Laune, vergiss es. Und auch die Leber muss mitmachen, um Hormone überhaupt erst zu aktivieren. Blöd. Die ist bei ganz vielen ziemlich belastet. Viele Menschen haben eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber, kommt zum Beispiel durch hohe Süßigkeitenfutterei. Zudem läuft die Leber durch viele Umweltgifte nicht mehr so rund, wie sie laufen soll. Genau dann kann es auch zu einer Umwandlungsstörung von T4 in das freie T3 geben. Es betrifft so viele Menschen, und damit läuft der Stoffwechsel langsam. Was bringt denn jetzt eine Standard-Kalorienformel aus dem Internet? Es geht aber noch weiter. Selbst
wenn die Leber rund läuft und eigentlich genug von diesem aktiven Schilddrüsenhormon produziert, was den Stoffwechsel anheizt. Stress macht das nächste Problem. In deinen Nebennieren werden die Katecholamine produziert. Das sind die Stresshormone wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und eben das Cortisol. Dieses Cortisol inaktiviert das T4-Schilddrüsenhormon, macht daraus das Reverse T3, das nennt sich RT3. Das ist so, als ob das T4-Streichholz in Wasser getränkt wird, sich damit nicht mehr anzünden lässt. Damit können dann auch keine Kraftwerke mehr angezündet werden. Für deinen überlebensgetrimmten Organismus ist jede Art einer starken Kalorienreduktion nichts anderes als Stress. Und darauf reagiert er eben auch mit einer Verlangsamung deines Kalorienverbrauchs, zum Beispiel über genau dieses Unbrauchbarmachen des T4-Streichholzes. Das ist eine Schutzfunktion. Stress haben auch ganz viele mit dem sogenannten niederschwelligen Entzündungen. Die sind übrigens die Grundlage aller Zivilisationskrankheiten. Wer sich permanent mit Nahrungsschrott zuschüttet, nur homöopathisch gesund futtert, raucht und viel Alkohol bechert, der produziert zu viele freie Radikale. Genau die schädigen dann wiederum unsere Zellen und vor allem die Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Deshalb werden auch viele T4-Streichhölzer direkt unbrauchbar gemacht, damit dann in den sonst auf Hochtouren laufenden Kraftwerken nicht unnötig noch mehr freie Radikale entstehen, denen dann zu wenige Radikalfänger, also Antioxidantien, gegenüberstehen. Du erkennst, ja, dein Organismus ist schlauer, als du denkst. Ja, und wie sieht es mit dem Darm aus, der den ganzen Stoffwechselmüll und die in der Leber verpackten Gifte koordiniert wieder Richtung Klärwerk und nicht zurück ins System schicken soll? Was ist denn, wenn wir uns den Fertigfraß voll mit Konservierungsstoffen, Emulgatoren, Antibiotika aus dem Billigfleisch, Reste an Pflanzenschutzmittel im Obst, Gemüse und vor allem in Getreideprodukten in das Mikrobiom über Jahrzehnte einmassieren? Glaubst du ernsthaft, das hätte irgendwann später keine Konsequenzen? Die Darmwand wird durchlässiger, nennt sich Leaky Gut, also löchriger Darm. Dann kommen da Bestandteile und Reizstoffe durch den Darm in den Körper, die da nicht hingehören und früher von einer intakten Darmwand abgefangen wurden. Diese Reizstoffe reizen natürlich auch wieder unser Chefentgiftungsorgan, die Leber. Und dann haben wir dort noch eine zusätzliche Belastung. Es geht aber noch weiter. Was passiert denn auf Dauer, wenn der angeknackste Darm, die sowieso vitalstoffärmere Kost, gar nicht richtig resorbieren kann? Was aber dringend notwendig wäre, um eben zum Beispiel der Leber die so wichtigen Vitalstoffe zur Selbstheilung und Reinigung zur Verfügung zu stellen? Die Leber leidet. Merkst du aber nicht. Tut nicht weh. Oder sagen wir es so, wenn die Leber weh tut, dann kannst du auch weitermachen. Dann ist es auch egal. Unser Darm entscheidet übrigens mehr über unsere Figur, als du denkst. Es gibt unzählige Bakterienstämme in unserem Darm. Da sind zwei große Gruppen dabei, die Firmicuten und die Bacteroides. Wer einen höheren Anteil Firmicuten hat, holt aus den eigentlich unverdaulichen Ballaststoffen schlicht mehr Kalorien raus. Soll heißen, zwei Personen können exakt das gleiche essen, die genau gleiche Kalorienzahl. Aber der Firmicuten-dominierte Darm holt trotzdem mehr Kalorien aus dem Essen raus. Und wenn sich dann auch noch ein Candida-Pilz im Darm ausbreitet, der Zucker liebt, kannst du dich kaum noch mit Süßigkeiten bremsen, weil dich deine Darmbewohner zum Zuckerzombie machen. Ich brauch mehr Schokolade. Brauch Schokolade. Ich behaupte ja schon lange, dass wir eigentlich ein Haustier unseres Mikrobioms sind und da unten mehr Entscheidungen getroffen werden, als uns lieb ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn Frauen noch die Pille nehmen oder Hormonspirale eingepflanzt bekommen haben, die ja über Jahrzehnte in den sensiblen Hormonhaushalt eingreifen, wir zudem in unserer Umwelt jede Menge östrogenähnlicher Wirkstoffe haben, die sogenannten Xenoöstrogene, dann kann da einiges aus dem Takt geraten, weil wir mit einer Östrogendominanz die Fetteinlagerung fördern.
In aller Kürze. Östrogene dienen dem Zellaufbau, was ja in der ersten Zyklushälfte wichtig ist, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Das in der zweiten Zyklushälfte eigentlich so wichtige Progesteron, das zellabbauend wirkt und für gute Stimmung sorgt, wird durch eine Östrogendominanz eher unterdrückt. Das sorgt für eine höhere Fetteinlagerung und schlechte Stimmung. Und mal ganz nebenbei, wundert sich denn niemand, dass die Brustkrebsrate extrem angestiegen ist, seit im Hormonhaushalt der Frau rumgepfuscht wird? Nochmal, Östrogene wirken wachstumsfördernd auf Zellen, nicht nur auf Fettzellen, auch auf potenzielle Krebszellen. Ist aber auch wieder ein anderes Thema. Männer, die haben auch oft genug ein Östrogenproblem, insbesondere dann, wenn sie schon ordentlich kuschelig sind. Fett fördert die Aromatase. Da wird dann das meist ab 40 sowieso immer weniger werdende Testosteron teilweise zu Östrogenen umgewandelt. So wachsen die Fettspeicher umso besser. Und bei manchen Männern wachsen dann auch, also Brüste. Hey, wir sind noch nicht durch. Hast du schon mal was von der spezifisch-dynamischen Wirkung der Lebensmittel gehört? Im Prinzip ist das ganz einfach. Die Kalorien, die wir in Form von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß futtern, werden nicht 1:1 im Stoffwechsel zu Energie umgewandelt. Bei der Umwandlung in die körpereigene Währung ATP entstehen gewisse Verluste. Bei Fett und Kohlenhydraten sind die überschaubar. Bei maximal 5% gehen da verloren. Wenn du also 2000 Kalorien nur als Fett oder Kohlenhydrate essen würdest, stehen tatsächlich ca. 5%, also 100 Kalorien weniger bereit. Bei Eiweiß spricht man aber von ca. 25%. Bei 2000 Eiweißkalorien sind das satte 500 Kalorien weniger und damit 400 weniger gegenüber Kohlenhydrate und Fettkalorien. Ist dir klar, was das bedeuten kann? Glaubst du nicht? Ja. Dann frag mal Dr. Google nach Rabbit Starvation oder auf Deutsch Kaninchenhunger. Wenn du ausschließlich Eiweiß essen würdest, wärst du schneller schlank. Dazu rate ich dir aber ausdrücklich nicht, weil eine extrem übertriebene Menge Eiweiß auch negative Konsequenzen haben kann. Trotzdem ist eine eiweißbetontere Ernährung in den meisten Fällen erfolgreicher. Auch weil wir mit Eiweiß eine höhere Sättigung erreichen. Vor allem dann, wenn zeitgleich hochwertige Fette bei moderat Kohlenhydrate gegessen werden. Das bedient dann die Achse der Sättigungshormone besser. Studien haben gezeigt, dass zum Beispiel Insekten so lange fressen, bis sie ausreichend Protein aufgenommen haben. Vorher hören die nicht auf. Gut, wir haben 3 Gehirnzellen mehr als Insekten, aber den Proteinhunger wollen auch unsere Gene gestillt haben. Das ist ja einer der Tricks der Füllstoffindustrie. Schau mal auf die Nährwerttabelle der ganzen ungesunden Lebensmittel. Der Eiweißanteil ist praktisch immer deutlich unter 10 Gramm auf 100 Gramm Produkt. Warum? Weil wir dann mehr davon futtern. Wir werden zum Nimmersatt. Dann klingeln die Kassen der Konzerne. Ja, ich weiß, du musst nur weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Schaffen das aber nur mit eiserner Disziplin. Und solange die Systeme eben nicht an die Wand gefahren wurden. Komm, einen habe ich noch. Nehmen wir 2 Beispielpersonen, die täglich ca. 2000 Kalorien brauchen. Sie fühlen sich zu flauschig und wollen abnehmen, reduzieren den täglichen Input um 500 Kalorien, futtern also nur 1500 Kalorien. Die eine Person haut die 1500 Kalorien in Form von reinem weißen Zucker rein. Die andere macht das über die mediterrane Kost, also viel Gemüse, gutem Fisch, Olivenöl, Obst. Was denkst du? Werden beide abnehmen? Ja klar, beide haben ein Defizit. Sag ich doch, du musst nur weniger Kalorien... Komm, Zucker hat 0 sogenannte essentielle, also überlebenswichtige Nährstoffe. Keine Vitamine, keine Mineralien, keine Spurenelemente, keine Ballaststoffe, keine Aminosäuren, also kein Eiweiß, keine hoch ungesättigten Fette. Nichts, gar nichts. Totes Zeug. Dein Organismus,
braucht das aber konstant, um eben alle Systeme bedienen zu können. Die Leber braucht es zur Regeneration. Deine Streichholzfabrik bastelt daraus Streichholzhormone. Dein Darm braucht Ballaststoffe, um sich zu regenerieren. Deine Hormonachse gerät völlig aus dem Takt. Die freien Radikale können nicht neutralisiert werden. Damit entstehen die vorhin genannten niederschwelligen Entzündungen, was wiederum deine wenig aktiven T3-Streichhölzer dezimiert und so weiter. Du erkennst das Problem? Selbstverständlich haut sich niemand ausschließlich Zucker in den Kanal. Aber wie sieht denn das Standardfutter aus? Morgens Müsli, mittags Nudeln. Achtung, Nudeln sind Teigwaren. Und Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren. Also Mehl. Und Mehl ist ein hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver. Hat nur wenig Lebendiges. Abends gibt es dann das Abendbrot. Dreimal täglich Getreideprodukte und nicht mal die Vollkornvariante, sondern bestehend aus billigem Mehl, was ähnlich wie Zucker nur homöopathisch lebenswichtige Stoffe enthält. Hey, das kann viele Jahre gut gehen, aber es zwingt unseren Organismus gesundheitlich irgendwann in die Knie. Der läuft dann nicht mehr wirklich rund. Wir werden immer dicker, kränker, müde, verlieren Energie. Ich lasse jetzt hier und heute mal weg, dass dein Körper auf eine lange Kalorienreduktion natürlich reagiert, sonst wäre er bei jeder längeren Hungersnot kaputt gegangen. Hungersnöte gibt es ja auch heute noch unter uns, die heißen aber anders. Diäten. Also langes, starkes Kalorienreduzieren ist dann nichts anderes als Stress für unseren Organismus. Und was bei Stress passiert mit dem T4, das zum RT3 wird und damit die Kraftwerkchen nicht mehr richtig zündet, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Das ist aber auch der Grund, warum viele mehr frieren, wenn sie hungern, wenn sie auf Dauer wenig Kalorien tanken. Und die werden auch immer ruhiger, die zappeln nicht mehr so viel rum. Und dazu werden auch noch Muskeln abgebaut, die ja eigentlich ständig Kalorien verbrauchen. Aber komm, ich denke, du hast verstanden. Und jetzt pass auf, das alles betrifft die Physiologie, die Körperebene. Was ist denn mit der Psychologie? Ich könnte ja genauso weitermachen. In unserem grauen Matsch laufen so viele, vor allem in der Kindheit angelegte Verhaltensmuster. Das Betthupferl, das Trösterchen, die Belohnungsschokolade, der Geburtstagskuchen, das Feierabendbierchen. Gut, hoffentlich nicht als Kind angelegt. Es gibt ja auch praktisch kein Fest, welcher Art auch immer, wo eine Kaloriendruckbetankung nicht die Hauptrolle spielt. Und die Werbung zimmert uns mit ihren professionellen Werbebotschaften ununterbrochen einen Mangel in unser limbisches System. Gerade in schwachen Momenten greifen wir zu gezuckertem und verfettetem Nahrungsschrott, um uns ganz fix diesen emotionalen Glückskick zu holen. Reden uns das auch noch schön mit. Boah, das brauche ich jetzt. Das habe ich mir jetzt heute noch mal so richtig. Ab morgen mache ich dann Diät. Einmal ist kein Mal. Oh, gestern hatte ich ja auch schon. Egal. Denkst du wirklich, dass wir diese ganzen Jahrzehnte lang auf die biologische Festplatte imprägnierten und bewährten Programme einfach ausschalten können, weil wir nur weniger Kalorien essen müssen, um abzunehmen? Wir sind keine Maschinen, aber lernfähig. Willst du die einfachste Ernährungsformel? Die ist ganz einfach. Iss möglichst nur Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben, und lerne, die dann lecker zusammenzutun, also zu kochen. Du wächst damit auf Dauer deine somatische Intelligenz. Soll heißen, dein Körper beginnt sozusagen mit dir zu sprechen. Er gibt dir Signale, was ihm fehlt, von was er auch mal genug hat. Das zu lernen, genau darum geht es in meinem Online-Coaching Leichter als du denkst. Nein, das ist keine Diät, die zu sehr einschränkt. Das ist eine Bewusstseinserweiterung, ein Verändern von uralten, wortwörtlich festgefressenen Ernährungsgewohnheiten. Wir gehen der Physiologie und der Psychologie auf den Grund, tauschen uns in einer riesigen, geschlossenen Community aus, unterstützen und motivieren uns gegenseitig. Wir beantworten alle Fragen, weil jede Unsicherheit den inneren Schweinehund reaktiviert und uns in die alten Verhaltensmuster zurücklockt,
Und wir gehen vor allem ganz zärtlich in diesen Veränderungsprozess. Ich sage nur, der perfekte Tag. Wir bauen im Coaching eine völlig neue Entscheidungsgrundlage, auf die du dann unbewusst richtige, gesunde und auf Dauer schlank machende Entscheidungen treffen wirst. Wenn dich das interessiert, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst an meinem kostenlosen Online-Vortrag teilnehmen und die leichte, also Denksmethode noch besser kennenlernen. Oder du machst einfach direkt mit, hast bei mir ein 30-Tage-Rücktrittsrecht, weil ich dir die Chance geben will, dass du das unverbindlich kennenlernen kannst. Du findest die Links in der Videobeschreibung. Brauchst du ein solches Coaching? Nein! Du musst ja eigentlich nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Ha! Genau! Oder vielleicht doch nicht. Ich bin mir jetzt gerade irgendwie nicht mehr so sicher. Es bleibt deine Entscheidung, ob du bereit bist, dich um die sogenannten magischen 47 zu kümmern, damit dein System rund läuft und du wieder lernst, dich bei vitalstoffdichter Ernährung auf den natürlichen Appetit verlassen zu können. Wenn du magst, dann zeige ich dir als dein Coach, dass es auch viel entspannter und dauerhaft ohne Kalorien und Punktezellen geht. Es ist leichter, als du denkst. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.